Hier ist auch eine Drohne, sehe ich gerade. Ach, eine Drohne ist hier. Ah, okay, okay, okay. Da können wir die ja natürlich auch gleich machen. Die haben wir auch jetzt mittlerweile schon ausgerüstet. Wie kriege ich ihre Daten? Eigentlich nur mit hochfliegen, ne? Dann kriegt man ja schon die Daten. Also ist nicht mehr so schwierig mit den Drohnen hier. Wird ja hier mal absteigen. Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, also ich habe ja jetzt diesen Vorteil, dass ich ja jederzeit hoch quasi fliegen kann, aber hier kann man auch die Drohne muss runter, um die Daten abzugreifen. Die Wand hochklettern und dann ist man eigentlich schon oben. Also es ist eine relativ einfache Drohne. Ja, mal schauen wir mal, wo die ist. Hier ist sie jetzt. Und dann springen wir beherzt. Du kommst jetzt mit. Und dann haben wir die auch. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Drohnen wir jetzt aktuell sind. Werden wir jetzt gleich sehen. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. Bei 8 von 10. Also das war die drittletzte Drohne. Noch eine Drohne, die die Biosphäre überwacht. Okay. Die könnte man natürlich jetzt auch holen. Ja. Das müsste dann die vorletzte Drohne sein, die wir schon einsammeln. Also ihr seht, wir komplettisieren das Spiel langsam. Was ja auch ganz gut ist. Überwachungsdrohne Graugipfel. Aloy hat eine Überwachungsdrohne entdeckt, die den Zustand der regionalen Biosphäre überwacht. Wer weiß, was diese Daten preisgeben könnten. So, hier beim Schlachtrücken-Areal schauen wir uns jetzt mal die Drohne an. Und da fliegt sie schon. Mal gucken, ob wir hier langsam irgendwie runterkommen. Also ich würde hier jetzt einfach hier gleich hochfliegen. Ich habe ja meinen tollen Vogelchen. Bevor wir jetzt hier dieses andere Vieh dort hier aufschrecken, würde ich sagen, dass wir hier ganz chillig hier ranfliegen. Ansonsten muss man hier wahrscheinlich hochklettern. Hier haben wir auch ein bisschen Kultenland. Ich kann voraufklettern, um auf die Drohne zu springen. Ich glaube, wir sind schon irgendwo raufgeklettert. Da hinten ist auch ein Sturmvogel. Mein Gott. So, und dann haben wir hier die Drohne, ne? Die umkreist ja hier ein paar Sachen. Aber ich sehe gerade, die kommt ja hier gar nicht ran, oder? Doch, hier. Ah, hier. Hier fährt sie auch rum. Hier macht sie so einen Bogen. So, und wenn sie hier stehen bleibt, dann ist das unsere Chance, die nach unten zu ziehen. Ins Elend. Ja, sehr schön. Also ist dafür gemacht. Ne? Man sieht es schon. Du gehörst mir. Die Drohne ist einstecken und abhauen. Das war tatsächlich die vorletzte Drohne, die wir jetzt hier haben. Das ist cool. Hier ist die Drohne. Die haben wir anscheinend doch schon irgendwie aufgedeckt. Da hätte man einfach hier nur reinschauen müssen eigentlich. Okay. So, genau. Überwachungsdrohne Dornmarsch. Aloy hat eine Überwachungsdrohne entdeckt, die den Zustand der regionalen Biosphäre überwacht. Wer weiß, was diese Daten preisgeben könnten. Anklickern. Hier ist sie. Und ich denke mal, das wird auch nicht so schwer sein wie bei den anderen Drohnen. Ach ja, an die Drohne kann ich mich sogar noch erinnern. Genau. Die flog ja hier so rum und ich habe mich so schon gewundert, wie kommt man denn da irgendwie hoch? Können wir mal so ein bisschen hier die Flugbahn von den Dingen hier betrachten. Kann man das einblenden? Ja, okay. Also hier bleibt die auch stehen. Hier bleibt sie so in der Luft stehen. Das ist zwar wahrscheinlich runter, um die Daten abzugreifen. Ein bisschen schwieriger. Hm. Wie kommt man da hoch? Also ich könnte natürlich jetzt den Vogel holen und dann wären wir ja ganz schnell oben, aber wie kommt man da normalerweise hoch? Da müsste man hier irgendwie so hoch auf die ganzen Dinger hier. Hier.
Also hier kommt man auf jeden Fall auch nicht ran. Hier fliegt die schon sehr, sehr tief. Mysteriös, ne? Wie kommen wir denn an diesen Dingern jetzt hoch? Weil hier gibt's ja keine, hier gibt's ja nichts zum Klettern. Kann man das vielleicht nur mit Fliegen machen? Dass man hier wirklich schon den Vogel haben muss, dass sie einen ärgern wollen, dass man eigentlich hier wirklich den Vogel haben muss? Oder kann man hier hoch? Ach, hier! Hier sehe ich doch was. Hier ist da so ein Punkt, der hier gerade so ein bisschen aufgeht. Hier könnte man wahrscheinlich hoch. Hochdingsen hier. Aber das ist. Sind wir irgendwie noch zu weit unten? Das löst meinen Haken nicht aus. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall was zum Hochschnipsen gefunden. Vielleicht muss man tatsächlich hier erstmal so ein mittleres Ding nehmen. Bevor man da ganz hochkommt. Ach, hier, ja. Hier ist ein kleines Nest. Ah, okay. Ja, jetzt haben wir es. So, jetzt haben wir es ehrlich erarbeitet ohne Sonnenflügel. Ne, das war nichts. So. Kann ich auch mal vielleicht doch hier hintergehen? Vielleicht ist das hier der bessere Absprungort. Schauen wir mal. Also von hier, von da aus könnte man vielleicht auch, aber ich glaube, hier ist es noch besser. Geschafft. Ja. Die letzte Drohne! Juhu! Die allerletzte Drohne. Ich sollte mir die Daten holen. Tada! 10 von 10 gibt es. Und jetzt haben wir noch 3 Drohnen, weil wir ja schon 3 Drohnen hier in dieser Folge haben wir jetzt eingesammelt. Die gehen wir jetzt alle wegschaffen, auf einen Schlag. Dann haben wir das hinter uns. Und das heißt, wir gehen zur Basis. Dann weiß man ja eigentlich, wie das, oder wie man da schnell leicht irgendwie hochkommt. Okay, vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Aber gibt es noch was, das ich vorher erledigen sollte? Ja, das machen wir jetzt auch. Wir machen die letzten Drohnen rein. Na also, alle Drohnen sind wieder mit der Kuppel verbunden. So, und jetzt? Nichts wieder, oder? Es könnte doch mal so einen schönen legendären Gegenstand geben. Das gönnen die auch einen gar nicht, ja, ne? Keine Trophäe, gar nichts. Hallo Ventru, ich habe natürlich alle Drohnen gesammelt, wie sie das gehört. Aber was passiert denn, wenn man alle Drohnen sammelt? Also ich habe das Gefühl, nichts. Man hat halt diese tollen Effekte hier bei Gaia, aber letzten Endes geht man hier ein Stück nach unten, ist wieder der ganze Spuk vorbei und das war's. Also irgendwie fühlt sich's komisch an, dass wir hier extra die Drohnen holen. Aber auch da, genau wie die Flugschreiber, ein bisschen sinnlos.